Du interessierst dich für einen Schüleraustausch und das Schulsystem in Dänemark und deine Neugierde hat sich im ersten Teil schon verstärkt? Perfekt, denn in diesem Video zeigen wir dir die Unterschiede beispielsweise im Benotungsbereich sowie die einzelnen Stufen des Schulsystems. Bis gleich! In Dänemark kann ein Kind im Alter von 1 bis 6 Jahren eine Vorschule besuchen. Die eigentliche 9-jährige Schulbildung vom 7. bis 16. Lebensjahr beginnt mit der Grundschule. Eine Trennung der Schüler vor der 9. Klasse findet nicht statt. Es besteht also eine 9-jährige Gemeinschaftsschule, anders als im deutschen Schulsystem, bei dem ab der 5. Klasse schon differenziert wird. Weiterhin erhalten die Schüler bis zur 7. Klasse keine Noten und die Gemeinschaftsschule endet mit einer Abschlussprüfung, die mit einem Hauptschulabschluss in Deutschland gleichzusetzen ist. Die Benotung geht dann in Dänemark von minus 3 bis 12 Punkten. Zwischen minus 3 und 0 hat man nicht bestanden und 12 Punkte wären eine 1 plus im deutschen Notensystem. Als Austauschschüler in Dänemark kannst du dir aussuchen, welche Schwerpunkte du wählen möchtest. Darunter zählt Kunst, Musik, eine Fremdsprache sowie Wirtschaft. Daneben hast du die Pflichtfächer wie Englisch, Dänisch, Mathe und Geschichte. Freiwillig können die Schüler noch die 10. Klasse, die sogenannte Nachschule, welche im ersten Teil schon erklärt wurde, machen. Dies ist eine erweiterte Abschlussprüfung, die etwa der mittleren Reife entspricht. Oder sie haben die Wahl zwischen dem Gymnasium und der Berufsausbildung. Das Gymnasium dauert weitere 3 Schuljahre, welches Studentenexamen heißt. Es gibt das Gymnasium, das Handelsgymnasium sowie das Technische Gymnasium. Das dänische Abitur wird in anderen Ländern anerkannt und stellt eine Zulassung zu allen Studiengängen in Dänemark dar. Die Berufsausbildung ist mit der deutschen Lehre gleichzusetzen. Dauert zwischen 1,5 und 5,5 Jahren und es kann zwischen 12 verschiedenen Programmen wie Ernährung, Wirtschaft, Management, IT sowie Transport und Logistik und vieles weiteres gewählt werden. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann melde dich doch gerne telefonisch unter der eingeblendeten Nummer oder entdecke weitere tolle Videos, Takeover, Facts und Neuigkeiten auf unserer Webseite sowie unseren Social Media Kanälen. Wir von Kulturwerke Deutschland freuen uns auf dich.